Hallo zusammen, ich habe hier einen Hotelzimmerkühlschrank oder Minibar, der absolut geräuschlos ist. Das ist ein Kleinkühlschrank, der ist gebaut, im Hotelzimmer reinzustellen. Wir haben hier in den Auszügen Platz, zum Beispiel für so 0,5 Liter Flaschen. Wir können die 0,5 Liter Flaschen auch hier reinstellen. Und wenn wir das Tabla rausnehmen, haben wir Platz für 1 Liter Flaschen. So sind wir flexibel und können je nach Bedarf das einrichten. Was speziell ist an diesem Kühlschrank, wir haben Möglichkeit von Band links und Band rechts. Standard ist Band rechts, also die Scharniere auf der Seite. Wenn ihr Standard einen bestellt, kommt er mit Band rechts. Aber es gibt einen Umbausatz dazu. Dann können wir die Scharniere auf die andere Seite wechseln. Oder ihr bestellt das bei uns so. Ihr braucht 10 Band links und 8 Band rechts, je nachdem, wie im Hotel das ist. Als Privatkunde kriegt ihr den natürlich auch ein Stück. Da gibt es sogar die Option, wir haben teilweise Transportschäden oder sonst irgendwas. Der hier zum Beispiel, der hat eine Beule vorne in der Tür, ist nicht schön, da machen wir irgendwie einen Kleber drauf. Und dann liegt er jetzt bei 150 Franken mit so einer Beschädigung in der Tür. Im Hobbykeller ist das absolut machbar. Weiter steht hier auf dem Preisschild Kompressor Sekop. Das ist natürlich absolut falsch. Dieser Kühlschrank hat keinen Kompressor. Wir sehen es von hinten, Flaschen auf die Seite. Das ist ein Absorberkühlaggregat. Ich habe hier das gleiche Aggregat, lose, ohne Kühlschrank, und das funktioniert nur mit einer Wärmequelle. Also ich habe hier zum Beispiel eine Steckdose, kann ich einstecken, liegt noch ein Thermostat dazwischen, und dann wird hier in diesem isolierten Kocherrohr gekocht. Das ganze Gemisch, was hier drin ist, geht hier hoch. Es wird das Kälte, das Ammoniak hier drin ausgetrieben, das wird hier weggeleitet, geht in den Kühler und wird dann hier unten rückabsorbiert. Aber wir haben keinen Kompressor, wir haben keine Pumpe, wir haben keinen Ventilator, wir haben nichts, was irgendwie ein Geräusch produziert. Also das Ding ist absolut geräuschlos. Kommen immer wieder die Fragen, kann ich das Teil einbauen? Klar kann man das Teil einbauen. Wir können ja aber nicht kühlen. Wir können nur Wärme entziehen. Prinzip vom Kühlsystem. Und die Wärme muss dann hier hinten abgegeben werden. Das heißt, hier hinten muss ich Luft haben. Hier ist ein Schutzgitter, der ist jetzt gebaut, um freistehend irgendwo zu stehen. Und hier oben haben wir diese Lüftungsgitter. Das reicht aber nicht. Die Luft muss unten irgendwo herkommen und oben weggehen. Wir haben hier unser Minibar-Katalog. Den verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und hier, ich vermute, wahrscheinlich nicht auf der zweiten Seite, sondern hier haben wir die Einbauskizzen, wie das möglich ist. Das heißt, wir stellen ihn einfach so hin, so wie er hier steht. Das zweite ist, wir schauen, dass hier unten Luft ist. Und wie groß muss die Luft sein? 250 Quadratzentimeter. Also das heißt, ihr macht einen Schlitz, der 1 cm hoch ist und 2,50 m breit. Schlecht.
Wenn ihr den Schlitz 10 cm hoch macht, dann muss er nur 25 cm breit sein. Trifft ihr im Mittel, dass ihr etwa die Höhe habt vom Schlitz unten und die ganze Breite vom Kühlschrank, dann sind wir auch etwa auf 250 Quadratzentimeter. Dieser Kanal müssen wir haben hier. Hier hinten haben wir auch die Lüftungsöffnung und hier oben. Entweder hier gerade wieder weg oder oben am Möbel raus oder hinter dem Möbel und oben in einer Schattenfuge von dem Möbel wieder raus. Aber der Querschnitt unten bis ganz nach oben sollte 250 Quadratzentimeter sein. Dass so eine Minibar vernünftig funktioniert und die Wärme hier vernünftig wegkriegt. Die verschiedenen Möglichkeiten seht ihr hier im Katalog drin, der eben unten verlinkt ist. Wir haben von dem Tipp drei Modelle. Das ist der mittlere, die HC30. Es gibt die HC40 und die HC25. Die ist einfach wesentlich kleiner. Die HC30, die hat eine Breite von 405 mm, eine Höhe von 500 mm, immer die Belüftung noch dazu rechnen und eine Tiefe von 43 cm. Dann haben wir ein Zubehör, das ist in der Preisliste im Katalog drin aufgeführt. Und zwar ist das ein sogenanntes Schleppscharnier mit den Schrauben. Weil dieses Möbel ist ästhetisch nichts Schönes. Weil wenn ihr so ein Hotelzimmer habt, könnt ihr den Kühlschrank einbauen. Ihr macht eine normale Türe davor. Und dann gibt es die sogenannten Schleppscharniere. Das heißt, das Teil hier kommt an die Türe. Und das hier wird hier so befestigt. Das heißt, wenn die Türe außen aufgezogen wird, zieht die Türe so auf. Und so kommt die Haupttüre, die genau gleich ist wie an eure anderen Kasten. So kann man dann diese Türe mit aufziehen und der Kunde, der Gast, hat dann beide Türen miteinander aufgemacht. Türe wieder zu. Wir haben ein bisschen Spiel hier in dieser Schiene drin oder Schleppscharnier oder Zugscharnier heißt es auch. Und der Schrank macht dann wieder über die Türdichtung zu. Ja, das ist die HC30, das ist unser mittleres Modell. Wir haben noch die HC40, da mache ich euch ein Video hier irgendwo. Und die kleinere hier unten. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.